Mein Name ist Achim Rössler, ich bin Fachlehrer für manuelle Therapie der Arbeitsgemeinschaft Manuelle Therapie und ich möchte euch heute die Topografie am Fuß etwas näher bringen. Als erstes möchte ich die proximale und distale Begrenzung der Fußwurzelknochen demonstrieren. Wir fangen an der medialen Seite und suchen uns den Malleolus medialis auf. Von lateral kommend suchen wir uns den Malleolus lateralis auf, der etwas weiter distal steht. Der Gelenkspalt des oberen Sprunggelenks verläuft waagerecht, sodass man proximal die Tibia und distal die Talusrolle palpieren kann. Zur Bestimmung der distalen Begrenzung suche ich den Gelenkspalt zwischen Basis mit der Tarsale 1 und Cuneiforme 1 auf. Das gleiche Metatarsale 2 und Cuneiforme 2, wo der Gelenkspalt etwas weiter proximal liegt, und Basis Metatarsale 3 und Cuneiforme 3, wo der Gelenkspalt wieder etwas weiter distal liegt. Zum Aufsuchen des Gelenkspaltes Metatarsale 4 und 5 gegenüber Kuboid suche ich mir die Tuberositas Metatarsale 5. Von dort aus etwas weiter nach medial den schräg verlaufenden Gelenkspalt Tarso Metatarsale 4 und 5 zum Kuboid. Zur Aufteilung des Fußes in seinen medialen und lateralen Anteil palpieren wir zwischen Metatarsale 3 und 4 von distal nach proximal, bis wir den Gelenkspalt zwischen Kuboid und Cuneiforme 3 bzw. Kuboid und Navikulare gefunden haben. Zur Bestimmung der Gelenklinien am medialen Fußrand suchen wir uns die Tuberositas Navikulare auf, von dort aus einen halben Palpationsfinger nach proximal, der Gelenkspalt zwischen Navikulare und Talus, und zur Orientierung kann der Fuß in In- und Eversion bewegt werden, um die Unabhängigkeit beider Gelenkpartner zu palpieren. Von der Tuberositas ausgehend etwas weiter nach distal befindet sich der Gelenkspalt zwischen Cuneiforme 1 und Navikulare. Und von dort aus ein Finger breit weiter nach distal landen wir wieder auf dem Gelenkspalt Metatarsale 1 zu Cuneiforme 1.